So, hallo. Ich habe mir ja ein neues Fahrrad gekauft für meine Touren und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Gekauft habe ich es mir deswegen, weil mein altes Stahlrad doch relativ schwer ist und weil die Bremsleistung nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Deswegen habe ich mich jetzt für ein Alurad entschieden und zwar das Giant SLR1 Tough Road. Das ist aus Alu mit einer Carbongabel vorne. Es hat einen breiten Lenker mit 69 cm und zweimal 10 Gänge Deore von Shimano Schaltung. Weiterhin gibt es auch hydraulische Bremsen, hydraulische Scheibenbremsen. Und das macht die Sache doch ziemlich zuverlässig und angenehm und effektiv zum Bremsen. Dieses Fahrrad hat 28 Zoll Felgen drauf und hatte 700-50 Reifen drauf, also schon fast kleine Ballonreifen. Ich habe dieses Fahrrad dann so hingebaut, dass man es auch für Touren nehmen kann oder hauptsächlich für Touren. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Schutzbleche hinbauen. Diese Schutzbleche hier, die kommen von SKS Blümel. Und das Problem dabei war, die Reifen von Giant, die 700-50, die waren so groß, dass die zum Teil bei Erschütterungen am Schutzblech geschliffen haben, weil das Schutzblech gewackelt hat. Also habe ich andere Reifen drauf gemacht, nämlich die 622-47 von Schwalbe Tour Plus mit diesem Unplattbarschutz drin. Das sind jetzt bereits diese Reifen. Ich bin jetzt damit 500 Kilometer gefahren. Das funktioniert optimal. Ich habe natürlich noch weitere Anpassungen an dem Fahrrad vorgenommen. Ich habe noch zwei Flaschenhalter hingemacht. Ich bin momentan ohne vorderen Träger unterwegs, deswegen habe ich den weggeschraubt. Ich habe natürlich eine Klingel hingemacht. Ich habe da vorne noch Reflektoren, wie auch hinten dran. Ich habe des Weiteren hinten ein Busch und Müller Licht hingemacht. Und das ist das Senso 80 in Rot. Das heißt, es kann entweder sensorgesteuert sein oder ich kann es auch permanent anmachen. Der Träger war schon dran. Der Originalsattel von Giant ist eine absolute Katastrophe. Da tut mir bereits nach 30 Kilometern der Hintern weh. Deswegen habe ich jetzt von Ergon einen Sattel drauf gemacht. Weiterhin habe ich auch die Hörnchen von Ergon dran, die GP4L. Hier der Halter für meine GoPro. Hier habe ich einen Halter dran für mein wegnehmbares Licht, das ich auf meinem anderen Fahrrad auch nutze. Das ist das Trelog 660. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Dann hier ein Tacho. Und habe ich mir jetzt neuerdings auch ein Navi besorgt. Das ist das Garmin Edge Explore. Mit dem muss ich noch ein bisschen warm werden. Das tut noch nicht genau das, was ich will. Aber alles in allem ist dieses Setup von Fahrrad hervorragend gelaufen. Ich war jetzt da 5 Tage lang 500 Kilometer unterwegs. Das war überhaupt kein Problem, auch nicht 150 Kilometer zu fahren am Tag. Ich bin also richtig zufrieden. Was zusätzlich noch dran gekommen ist, ist auch dieser Ständer hier. Das ist ein Original Giant Ständer. Und der ist dann halt auch noch festgemacht am Rahmen und in der Nabe. Tja, das ist also mein neues Fahrrad. Ich bin total zufrieden. Und in diesem Setup kann ich es nur jedem empfehlen.